Ich habe in meiner Praxis schon die verrücktesten Vorstellungen zum Thema Vasektomie, zum Thema Sterilisation beim Mann gehört. Hier sind meine beliebtesten 5 Mythen. Guten Tag, mein Name ist Dr. Marc Böker und ich bin Urologe und Androloge hier in der Urologie am Ring in Köln. Es herrscht tatsächlich viel Unwissenheit zum Thema Sterilisation beim Mann. Wir in der Urologie am Ring machen diesen Eingriff wirklich wahnsinnig häufig. Insofern kann ich oder weiß ich auch aus den Aufklärungsgesprächen viele Dinge, die Leute einfach nicht wissen. Vielleicht sind auch ein paar interessante Sachen dabei, die Sie interessiert. Nummer 1. Sterilisation ist ja das gleiche wie eine Kastration. Ist natürlich totaler Blödsinn, das sind 2 total unterschiedliche Dinge. Kastration würde bedeuten, Ihre Hoden werden komplett entfernt. Sie haben dann nachher kein Testosteron mehr im Körper. Da fühlt man sich schlecht und schlapp. Man kriegt, wenn Sie erwachsen sind, keine hohe Stimme mehr. Das kriegen Sie nur, wenn Sie es vom Stimmbruch gemacht bekommen würden. Aber Kastration bedeutet keine Testosteron mehr danach. Bei der Vasektomie, bei der Sterilisation, durchtrennen wir ja nur den Samenleiter. Also wir durchtrennen nur den kleinen Gang, durch den die Spermien aus dem Hoden rauskommen. Da ändert sich an unseren Hormonleveln überhaupt nichts. Ihr Hodengewebe ist genauso wie vorher. Ihre Abflusswege für das Testosteron sind genau wie vorher. Das sind nämlich die Venen, über die das abfließt. Also Kastration und Sterilisation sind 2 total unterschiedliche Dinge. Ein Mythos, Mythos Nummer 2, den ich wirklich sogar von vielen Ärzten höre, ist, man kann eine Vasektomie nicht rückgängig machen. Das mag vielleicht vor 50 Jahren so gewesen sein, vielleicht auch vor 40, das ist heutzutage nicht mehr so. Man kann durch einen Eingriff die Enden, die durchtrennt sind, wieder rückverbinden. Das ist nichts, was man so im Vorbeigehen macht. Also es ist ein bisschen schwieriger und man sollte es auch von jemandem machen lassen, der das wirklich, wirklich oft macht. Da gibt es in Deutschland vielleicht 3-4 Leute, die das wirklich, wirklich oft machen. Aber wenn Sie das von so einem Experten machen lassen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gänge wieder durchgängig werden, über 90%. Also das ist ja schon mal eine gute Zahl. In den Fällen, in denen die Gänge, in denen das nicht klappt mit dem Rückgängig machen, kann man auch hingehen und direkt Hodengewebe über einen kleinen Schnitt gewinnen, das man dann zu einer künstlichen Befruchtung benutzen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn man es denn will, nach einer Vasektomie wieder Vater zu werden, ist hoch. Sie sollten es nicht machen lassen, eine Vasektomie. Wenn Sie sich denken, auch in den nächsten 3 Jahren will ich bestimmt keine Kinder, dann auf alle Fälle, dann ist der Eingriff nicht der richtige für Sie, aber wenn man sagt, ja, so ein Leben kann sich mal ändern, man weiß nie, was die Zukunft bringt, brauchen Sie keine Angst davor zu haben. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gut, dass nachher Kinderkriegen wieder möglich ist und auf normalem Wege auch wieder möglich ist. 3. Mythos. Also das höre ich tatsächlich auch oft. Nach der Vasektomie ist der Hodensack alles grün und blau und geschwollen. Nee, das sollte so nicht sein. Ja, also kleiner Bluterguss an der Unterseite am Hodensack, wo man den Schnitt gemacht hat. Also wir machen es meistens über einen Schnitt, manchmal auch über 2, je nachdem, wie es einfacher geht. Also unmittelbar an der Schnittstelle, kleiner Bluterguss, völlig okay. Wenn ich das über einen Schnitt mache, dann kann auch etwas Blut von oben praktisch, also wenn das so Ihr Hodensack ist, runterlaufen. Und worauf trifft es dann? Auf den Penis, der da unten sitzt. Also ein kleiner Bluterguss an der Unterseite vom Penis nach dem Eingriff ist auch gar nicht so ungewöhnlich, auch total harmlos, ne? Geht weg, ist anfangs blau, nachher grün, nachher gelb, dann weg. Aber dass der Hodensack komplett blau ist, wäre ein Zeichen für eine massive Einblutung, Nachblutung. Das wäre eine Komplikation. Das haben wir schon mal hier erlebt, an der Urologie am Ring. Wir machen 800 Vasektomien im Jahr. Natürlich passiert auch mal sowas. Das ist aber alle paar Jahre, dass so eine deutliche Nachblutung ist. Und das wäre definitiv nicht normal, wenn das ist. 4. Mythos. Nach der Vasektomie, nach der Sterilisation kommt ja nur noch Luft raus beim Orgasmus.
Das ist Blödsinn. Es kommt ungefähr 5% weniger Sperma, 5% weniger Ejakulat raus. Eigentlich an sich eine überraschende Sache, aber das liegt daran, dass das meiste, was als Ejakulat rauskommt, überhaupt nicht Spermien sind. Das meiste, was rauskommt, ist Prostatasekret und Samenbläschensekret und die lassen wir ja drin. Also da ändert sich gar nichts dran. Im Umkehrschluss oder im anderen Fall, wenn ich wirklich eine Prostatakrebsoperation mache oder eine Prostataoperation mache, dann kommt tatsächlich beim Orgasmus nichts mehr raus. Man hat so einen trockenen Samenerguss. Bei einer Vasektomie kommt aber 95%, also das ganze Prostatasekret, das ganze Samenbläschensekret weiterhin raus. Das fühlt sich genauso an wie vorher. Das sieht genauso aus wie vorher. Da kann man auch so wie dem, an einem Aussehen des Spermas nicht erkennen, ob da Spermien drin sind oder nicht. Also, das ist Unsinn. Sie haben einen ganz normalen Samenerguss nach einer Vasektomie. Fünfter Mythos. Das ist vielleicht einer, den Sie gar nicht so gerne hören. Und zwar, ach, die Frau soll das doch besser machen. Bei Frauen ist das doch bestimmt viel einfacher. Das kann man nicht sagen und stimmt auch nicht. Bei Frauen ist der vergleichbare Eingriff, also das Durchtrennen der Eileiter, invasiver, ne, ist, man muss viel mehr in die Tiefe, das geht nur in der Vollnarkose, das geht nur über eine Bauchspiegelung. Die Wahrscheinlichkeit, dass was kaputt geht, dass man Durchblutungsstörungen macht, was dann in der Folge zu Hormonstörungen bei ihr führt, ist viel höher. Man kann das nicht rückgängig machen bei der Frau, so viel ist sicher. Und es ist auch unsicherer vom Ergebnis. Also die Wahrscheinlichkeit, nachher schwanger zu werden, ist deutlich höher. Das Problem ist auch, dass es dann häufig zu so Bauchhöhlenschwangerschaften kommt. In der Bauchhöhle kann kein Kind heranwachsen, aber wenn da so eine eingenistete Eizelle in Bauchhöhle ist, ist es eine akute Sache, wo die Frau operiert werden muss, ne? Was eine wirklich schlimme Notfallsache ist. Also das ist bei Männern viel einfacher. Es ist viel sicherer, es ist rückgängig zu machen. Man kann seiner Frau nicht ernsthaft zumuten, dass die Frau diese Durchtrennung der Eileiter durchführt. Wenn Sie das Thema Vasektomie, also Sterilisation beim Mann, interessiert, schauen Sie sich doch vielleicht auch die anderen Videos zu dem Thema an. Wir haben einige Aufklärungsvideos dazu schon mal gemacht, also wie wir das beraten. Pro und Kontras gibt es Videos dazu und für ganz hartgesottene gibt es auch ein Video, wo ich wirklich den Eingriff von Anfang bis zum Ende einmal abgefilmt habe. Das könnten Sie sich anschauen, wenn Sie mögen. Können natürlich auch gerne bei uns zum Beratungsgespräch oder zum anderen Urologen Ihrer Wahl zum Beratungsgespräch vorbeikommen oder Videosprechstunde oder sowas machen. Da sollten Sie sich gut informieren darüber, was Sie ja jetzt getan haben, schon ein bisschen, wenn Sie sowas angehen wollen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.